Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit trat Petrus zu Jesus und fragte: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Mit dem Himmelreich ist es deshalb wie mit einem König, der beschloss, vor seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Als er nun mit der Abrechnung begann, brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er aber das Geld nicht zurückzahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als nun der Knecht hinausging, traf er einen Mitknecht, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging weg und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Als die Mitknechte das sahen, waren sie sehr betrübt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und in seinem Zorn übergab ihn der Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt habe. Ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Gelobt sei Jesus Christus. Ich freue mich, dass Sie auch heute an diesem 17. September meinen kleinen Sonntagsimpuls betrachten. Schon das Buch Jesus Sirach, ein Lehrbuch des Alten Testaments, weist uns an, Vergebung zu üben. Es heißt dort: Vergib deinem Nächsten das Unrecht, dann werden dir, wenn du betest, auch deine Sünden vergeben. Sticht da es nicht ein wenig in einen wunden Punkt unseres Lebens? Ist es wirklich so einfach? Die Frage des Petrus im Evangelium deutet schon darauf hin: Irgendwann muss doch einmal Schluss sein mit aller Geduld, mit der ständigen Bereitschaft zum Vergeben. Sonst tanzt einem der andere ja auf der Nase herum. Die Antwort des Herrn hat ihre Ecken und Kanten. 70-mal 7-mal vergeben. Dafür reicht wohl ein Menschenleben nicht aus. Und oft auch unsere Geduld nicht. Und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ist das ein unübersehbares Zeichen, an dem die Jünger Christi zu erkennen sind. Wenn wir den Namen Christin oder Christ tragen, dann ist die Bereitschaft zur Vergebung, die ja aus einer ehrlichen Liebe erfließt, eines der wichtigsten Fundamente. Doch wie dies umsetzen? Sind wir als Christen dann nicht immer die Verlierer, die Schwächeren, die Dummen, die sich alles gefallen lassen oder alles gefallen lassen müssen? Wenn wir so zu fragen beginnen, dann gehen wir, so meine ich, am eigentlichen Problem vorbei. Denn die Bereitschaft zur Vergebung heißt ja nicht, dass wir Unrecht unkritisch zulassen müssen, dass wir uns ständig von den Medien schlagen lassen müssen oder vielleicht sogar von Menschen aus den Reihen der Kirche. Die Bereitschaft zur Vergebung beginnt ganz woanders. Stellen wir uns einfach konkret die Frage: Wie kann ich damit umgehen, dass jemand an mir Kritik geübt hat oder vielleicht ein etwas zu lockeres Wort über mich verloren hat? Bin ich dann im Innersten verletzt und zerstört und warte ich nur darauf, es dem Betreffenden auch heimzuzahlen, ihm einen Denkzettel zu verpassen? Oder kann ich auch hier den Aufruf Jesu ernst nehmen?
Ein Weisheitslehrer wurde einst von einem Schüler gefragt, wie er denn zu wahrer Weisheit kommen könne. Da sagte dieser Weisheitslehrer zu ihm, geh auf den Friedhof und lobe die Toten. Und der Schüler ging hin und rief, oh, ihr Heiligen, ihr Helden, wie großartig war euer Leben. Dann ging er zu seinem Lehrer zurück. Haben die Toten reagiert? Nein. Dann geh und verhöhne die Toten. Und der Schüler ging auf den Friedhof und beschimpfte die Toten. Als er zurückkam, fragte der Weisheitslehrer wieder, und? Haben die Toten reagiert? Nein. So musst du werden, um Weisheit zu erringen. Wie ein Leichnam, den Lob nicht überheblich macht und den Unrecht und Tadel nicht ärgerlich oder zornig werden lässt. Wenn wir diese Haltung einüben, dann wird echtes und ehrliches vergeben können, das aus der christlichen Liebe seine Kraft schöpft, auch uns möglich sein. Mit diesen Gedanken zu einem nicht ganz einfachen Aspekt unseres christlichen Lebens wünsche ich Ihnen von Herzen einen erholsamen und gesegneten Sonntag. Gelobt sei Jesus Christus.